Hallo ihr Lieben, heute soll es um diese Wurzel hier gehen, die Klettenwurzel. Ich habe hier ein besonders hübsches Exemplar. Die sind nicht immer so dick, die sind nämlich sehr schwer auszugraben. Und wo kommt diese Wurzel her? Was kann sie? Welche Heilkräfte sagt man ihr nach? Das schauen wir uns heute gemeinsam an. Ja, die Klettenwurzel. Die Pflanze dazu ist im Deutschen die große Glätte, im Englischen auch Burdock Root genannt. Und die große Glätte wächst an Zäunen, an Wegrändern, aber auch so an Bachläufen und in Auenwäldern. Und es ist eine wunderschöne Pflanze, wie ich finde. Sie blüht lila und hat solche runden Bällchen quasi, solche Blütenknospen. Und da ist dann nachher auch der Samen drin mit längeren Härchen, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und diese Härchen, wenn die Pflanze trocknet, ne, die werden dann etwas fester. Und dann bleibt das überall kleben, wie die Klette. Die Klette ist eben sehr anhänglich, ne? Und das ist genau diese Wurzel, die große Klette im Deutschen. Und von dieser Pflanze können im Prinzip alle Pflanzenteile verwendet werden. Doch Anthony William erwähnt besonders diese Klettenwurzel. Ja? Und die könnt ihr ausgraben, wenn ihr sie im Garten habt oder wenn ihr unterwegs seid, wenn sie am Wegesrand wächst. Oder ihr bestellt sie euch. Ich bestelle die zum Beispiel immer bei Gesundes Gemüse, bei diesem Online-Shop, der auch wunderbaren Sellerie und tollen Honig hat. Da gibt es übrigens auch ein Video, ich verlinke es euch hier oben. Genau, Gesundes Gemüse. Ich verlinke euch den Shop auch unter dem Video. Und da könnt ihr 1, 2, 3 Kilo Klettenwurzel bestellen und könnt euch damit ganz leckere Dinge zubereiten. Auch dazu später mehr. Schauen wir uns erst einmal die Inhaltsstoffe der Klettenwurzel an. Also in der Klettenwurzel sind so ziemlich alle Spurenelemente enthalten, aber auch Spuren von den Vitamin B-Komplexen, Vitamin C, Vitamin A und Vitamin K. Und Anthony sagt, die Klettenwurzel ist nicht nur ein Lebensmittel, sie ist ein Heilmittel, denn sie hat stark antimikrobielle Wirkung. Antibakteriell, antiviral, aber auch antitumoral. Und sie wird seit über 80 Jahren auch in der alternativen Krebsmedizin verwendet. Dort als sogenannter Esiak-Tee oder Flor-Essence. Eine Mischung aus verschiedenen Kräutern und Wurzeln. Und entdeckt hat das vor über 80 Jahren eine kanadische Krankenschwester mit dem Namen René Kess. Und wenn ihr Kess rückwärts buchstabiert, dann kommt ihr auf den Begriff Esiak. Und sie hat eben diesen Tee entwickelt und das an Krebspatienten getestet und hatte große Erfolge damals bei Brustkrebserkrankungen. Natürlich ist die wissenschaftliche Wirkung bis heute nicht nachgewiesen, wie bei so vielen pflanzlichen Heilmitteln. Aber Anthony William betont auch die antikarzinogene Wirkung, weil die Inhaltsstoffe der Klettenwurzel bei Kontakt Krebszellen töten können und die Metastasierung, also quasi die Neubildung von Tumoren in anderen Organen, verhindern kann. Die Klettenwurzel ist damit also eines der bekanntesten und am meisten empfohlenen Heilmittel gegen Krebs. Diese Wildpflanze hat aber auch eine ganz andere, wundervolle Gabe, wie ich finde, denn sie kann das Lymphsystem und auch das Blut reinigen. Und das ist ja nicht nur bei Krebs, sondern auch bei ganz vielen anderen Symptomen oder auch bei Hauterkrankungen ganz, ganz wesentlich, dass die Leber durchgereinigt wird, dass unser Lymphsystem durchgereinigt wird, dass die Lymphknoten gesäubert und wieder stark gehalten werden. Und ja, die weißen Blutkörperchen, damit unsere Killerzellen, unsere Immunabwehr gestärkt wird. Und all das kann die Klettenwurzel mit ihren wunderbaren Nährstoffen und Wirkstoffen. Die Klettenwurzel enthält auch sehr viele Enzyme, die zusammen mit Aminosäuren in der Pflanze ganz, ganz wunderbar als Schwermetallentgifter wirkt. Also unsere Leber und unsere Organe auch vor den Schwermetallen entgiftet. Und all das macht sie natürlich zu einer Wunderwaffe, möchte ich fast sagen. Pflanzlicher Natur, wenn wir mit dem Thema Krebs zu tun haben. Aber auch bei anderen Symptomen ist die Klettenwurzel ein wunderbarer Unterstützer, zum Beispiel bei Hautproblemen. Also bei
Akne, Psoriasis, Ekzemen, aber auch bei Gürtelrose. Denn, wie gesagt, sie reinigt die Leber und sie kann damit den Stoffwechsel anregen und auch bei der Gewichtsabnahme helfen und die ganzen Schlackstoffe in der Leber durch hohe virale Lasten von Epstein-Barr oder auch dem HHV6, dem Gürtelrose-Virus etc. Das kann sie in der Leber quasi ausreinigen, unschädlich machen und damit auch die Ladung der Leber, die negative Ladung der Leber wiederherstellen. Die Leber also quasi in ihrer Funktion wiederherstellen. Ja, und diese negative Ladung der Leber hat einen großen Einfluss auf unser Leben, denn das hängt mit unserer Erdung zusammen. Ja, wenn wir die ganze Zeit viel im Kopf sind und wenig geerdet sind, dann hat es oftmals dazu zu tun, dass unsere Leber ihre negative Ladung verloren hat. Denn Schwermetalle haben zum Beispiel eine positive Ladung und wenn wir einfach zu viele virale Abfallstoffe, zu viele Schwermetalle in der Leber haben, dann verliert die Leber ihre negative Ladung. Und die Klettenwurzel kann eben unterstützen, diese negative Ladung in der Leber wiederherzustellen. Und die Klettenwurzel ist sehr stark erdend, denn die Pflanze treibt diese Wurzel, das ist jetzt nur ein Stück, ihr seht vielleicht hier oben ist sie abgebrochen. Die Pflanze an sich treibt einfach sehr, sehr lange starke Wurzeln in die Erde. Und diese stark erdende Kraft geht auf uns über, wenn wir die Klettenwurzel zu uns nehmen. Anthony sagt, sie ist 50 Mal stärker erdend als andere Wurzelgemüse. Ja, und aufgrund ihrer lymphreinigen Kraft ist die Klettenwurzel beispielsweise auch gut geeignet, wenn du mit Ödemen, also Wassereinlagerungen zu tun hast oder mit Gewichtsproblemen kämpfst. Denn ja, wie gesagt, sie reinigt die Leber, sie reinigt das Lymphsystem und ermöglicht dann, dass diese Wassereinlagerungen abfließen können, dass die Leber durchgereinigt wird, revitalisiert wird und dass auch dein Lymphsystem einfach wieder frei wird, deine Lymphknoten frei werden und dein ganzes System gestärkt wird. Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Wie ich ja erwähnt hatte, ist die Klettenwurzel stark blutreinigend und auch lymphreinigend. Also wenn du zum Beispiel zu einer Massage gehst oder eine Lymphdrainage hin und wieder machen lässt, dann trinke hinterher einfach einen Klettenwurzelsaft oder einen Klettenwurzeltee, denn das wird die Wirkung, diese lymphreinigende Wirkung der Massage und auch der Lymphdrainage wunderbar verstärken. Sie regt im Übrigen auch den Stoffwechsel an und kann dazu beitragen, dass Haare besser wachsen oder auch die Fingernägel, wenn du Probleme mit den Fingernägeln hast. Und auch bei anderen Symptomen, wie zum Beispiel bei Erkältung, Grippe, Halsschmerzen, also all diese Erkältungserscheinungen, aber auch wenn du mit den Bronchien zu tun hast, bronchiale Verstopfung, wenn du mit der Galle zu tun hast, Gallensteine, ne, das hat ja auch immer mit der Leber zu tun, aber auch Zysten, Geschwüre, Nierensteine etc., Halsentzündungen, Harnwegsinfekte, alles rund um das Streptokokken-Thema. Dann kann die Klettenwurzel hilfreich sein, weil sie ja wie gesagt auch sehr starke antibakterielle Eigenschaften hat. Für alle, die mit Zähnen, Zahnfleisch, Zahnprobleme zu tun haben, ihr könnt die Klettenwurzel auch roh essen, wie ein Stückchen Karotte oder Petersilienwurzel. Und die ist ja fasrig und diese fasrigen Eigenschaften kombiniert mit der antibakteriellen Kraft der Klettenwurzel ist super, um ein gesundes Milieu in eurem Mund herzustellen und um Zahnprobleme, Zahnfleischprobleme vorzubeugen oder auch entgegenzuwirken. Und ein weiterer Tipp, die Klette hat auch eine emotionale Unterstützungskraft für uns und aufgrund ihrer stark reinigenden Eigenschaften kann sie uns auch von den schlechten Emotionen, schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit reinigen. Also lade die Klette gerne auch in dein Leben ein, dass sie deinen Körper, deinen Geist und auch deine Seele reinigen möge und den Raum um dich herum, ja, dass du einfach eine emotionale Klärung herbeiführen kannst, dass du dich einfach von diesen alten Gefühlen, die dir vielleicht nicht mehr dienlich sind, lösen kannst. Du kannst mit der Klette auch wunderbar meditieren über ihre Eigenschaften, mit ihren Eigenschaften gerne auch meditieren. Die Frage ist, wo bekommst du Klettenwurzel? Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt. Dieses wunderbare Exemplar habe ich online bestellt bei Gesundes Gemüse.
Ich verlinke es dir unter dem Video. Übrigens unbezahlte Werbung, weil ich einfach diesen Shop von Marle und Anna richtig toll finde. Die haben richtig tolle Produkte, übrigens auch tollen Honig, tollen Sellerie. Genau. Also frisch. Das heißt, du kannst sie frisch verwenden. Du kannst diese Klettenwurzel, wie sie ist, entsaften. Ich kombiniere das beispielsweise mit Sellerie und aktuell gerade mit grünem Spargel und Birne und habe hier auch ein leckeres Getränk. Diesen Saft hier mit etwa einer Staude Sellerie, einer Klettenwurzel, 7, 8 Stangen grünem Spargel und eine Birne. Und es schmeckt wunderbar lecker. Herrlich. Und erdet mich damit auch ganz gut. Ansonsten bekommst du auch getrocknete Klettenwurzel, die du wunderbar als Tee zubereiten kannst. 1 bis 2 Teelöffel getrocknete Klettenwurzel mit einer Tasse heißem Wasser übergießen und dann lass es einfach 10 bis 15 Minuten stehen. Kannst du ein bisschen mit Honig süßen oder noch einen Spritzer Zitronensaft reinmachen. Hast du einen wunderbaren, leckeren, leicht süßlichen Tee, den du gerne auch zum Abend trinken kannst und auch der stark erdend ist. Du bekommst es als Tinktur mit dem englischen Namen Burdock Root. Achte bei der Tinktur unbedingt darauf, dass sie ohne Alkohol ist, ja? Dass die Leber da nicht noch mehr Schaden nimmt und vor allen Dingen, wenn man ja, solche wunderbaren Pflanzenstoffe extrahiert mit Alkohol, dann geht auch so ein bisschen die Seele der Pflanze verloren. Meine Empfehlung ist da tatsächlich eine Tinktur von Nature's Answer. Auch die Bezugsquelle verlinke ich dir auch unter dem Video. Burdock Root von Nature's Answer. Ansonsten ja, bekommst du sie auch als Creme, als Salben, als Tee, wie auch immer. Ich empfehle dir, entsafte sie frisch oder besorg dir eine Tinktur, mach dir einen Tee. Und wenn du sie frisch besorgst, kannst du auch die wunderbare Heilbrühe von Anthony William damit kochen. Nämlich da ist die Leberheilbrühe, da ist die Klettenwurzel auch mit drin. Und was ich auch schon gemacht habe, du kannst sie wunderbar auch einfach dünsten. Wenn du Karotten magst, dann könnte dir die Klettenwurzel auch ganz wunderbar schmecken. Denn ja, sie schmeckt ähnlich wie Karotte, leicht süßlich, ein bisschen erdig und einfach ein paar gedämpfte Kartoffeln dazu, einen grünen Salat, schmeckt unglaublich lecker. Und in diesem Sinne hoffe ich, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und lade dich ein, einfach mal so einen grünen Heilsaft, einen erdenden grünen Heilsaft mit Klettenwurzel zu probieren. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, bis zum nächsten Mal.